Erstens, ma معنى الصلاة؟ Was heißt As-Salah? As-Salatu Lughatan, sprachlich. As-Salatu Lughatan, hier Dua. Dua, Betgebet. Warum hier Dua? Lianana, während dem Gebet, man macht eigentlich nur Dua und viel Adhkar. Wa قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سورة التوبة آية 103 قال الله عز وجل وصل عليهم وصل عليهم وادعو لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم مخ في دي دعاء إن صلاتك das heißt dein دعاء سكن لهم سكن لهم das heißt mit deiner Dua, die werden diese Ruhe, diese Gemütlichkeit bekommen. Und قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي. هذا حديث صحيح رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم wenn jemand euch eingeladen hat فليجب muss du kommen. Also es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du in eine Hochzeit eingeladen bist und du weißt genau, dass in dieser Hochzeit wird Musik laufen. Hier in diesem Fall, du darfst nicht hingehen. Außer wenn du sagst, okay, ich gehe hin mit einer Absicht, damit ich nur mit diesen Leuten Dawa zu mache. Aber wenn du das nicht kannst, du darfst nicht hingehen. Warum? Weil du weißt genau, dass du wenn du da bist, wird alles laufen, also Musik und auch Ikhtilat, also Frauen mit Männern sind gemischt und so weiter und so fort. In diesem Fall, hier darf man nicht hingehen. Aber andere Sachen, die nach Sunna und nach Koran sind, muss man hingehen, inshallah. Aqiqa oder solche Sachen, die kein Haram da gibt. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي. Das heißt, wenn dich jemand eingeladen hat und dann du bist hingegangen, aber an diesem Tag du warst oder du bist oder du fastest. Was ist jetzt? Was machst du? Esst du oder was machst du? Rasulullah mir sagte, dass du für diese Bruder, die dich eingeladen hat, Dua für ihn machst. وإذا أو فإن كان صائما فليصلي هي هايس فليدعو مع صاحب الوليمة zum Beispiel oder العقيقة oder solche Sachen. والصلاة في الاصطلاح اصطلاحا هايس التعبد لله تعالى بأقوال dass man in während dem Gebet was sagt man was macht man man liest Koran man macht Dua also paar Aqwal, paar Taten, die von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen sind. Mit Takbir zum Beispiel, du sagst Allahu Akbar, du fängst mit Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, und dann beendest du das oder dein Gebet mit Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Hadihi hiya salatu istilahan. Okay. Und auch im Gebet sind auch viele Bedingungen und so weiter und so fort.